Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch spannende Neuerscheinungen für den September 2019 vorstellen. Ja, ich bin diesmal natürlich so ein bisschen später dran, denn wir haben ja schon September. Da ich ja im August die Pause gemacht habe, habe ich das Video nicht im August gedreht, möchte euch aber trotzdem zeigen, welche Bücher ich spannend für den September finde. Ich habe mir jetzt leider gar nicht aufgeschrieben, ob es 6, 7 Bücher sind, aber es sind ein paar zusammengekommen und auf die ich mich freue und die möchte ich euch jetzt einfach kurz vorstellen. Ja, bereits herausgekommen ist der zweite Teil der Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Ist ja der zweite Teil einer Reihe. Ich glaube, wird es eine Trilogie, wenn nicht sogar eine vierbändige Reihe. Und das ist ja High Fantasy und ich finde, Laura Kneidel kann High Fantasy wirklich ganz, ganz toll schreiben. Ich möchte jetzt nichts zum zweiten Teil irgendwie erzählen, weil man würde natürlich den ersten Teil irgendwie spoilern. Wir sind hier in einer Welt, in der Magie zwar verboten ist, aber unsere Prinzessin Freya trotzdem Magie anwendet und sie dennoch wirkt, denn ihr Zwillingsbruder wurde entführt und mit Hilfe von Magie versucht sie ihm im Grunde zu finden. Sie findet im Nachbarland grausame Kreaturen und sie trifft auf einen unsterblichen Wächter, mit dem sie sich da so ein bisschen verbinden kann. Als zweiter Erzählstrang treffen wir auf Selan. Sie möchte gerne an die Mauer als Wächterin, um eben diese Kreaturen vor der Welt, in der sie wohnt und ja auch alle anderen, die wir im Grunde kennenlernen, zu beschützen und ist da doch ein bisschen stur und fordert so ein bisschen auch die Männer an der Mauer heraus und muss dann in ein Land reisen, das nicht ganz so einfach ist. Und ja, das haben wir so ein bisschen im ersten Teil sehr ausführlich erzählt bekommen. Das Worldbuilding ist natürlich wunderbar gewesen. Mir hat der erste Band sehr, sehr gut gefallen, auch wenn mich sehr viele Dinge an andere High-Fantasy-Bücher erinnert haben. Also allein, wenn man daran denkt, dass man da eine Mauer hat, wo Leute in Schwarz umherlaufen, nur Männer sind. Ich meine, da ist die Inspiration bestimmt so ein bisschen bei Game of Thrones gewesen, aber ich finde das wirklich überhaupt nicht schlimm, solange es eben nur eine Inspiration ist und nicht total abgekupfert wird, na, oder Satz für Satz irgendwas geklaut wird. Von daher, mir hat der erste Teil von Laura Kneidel super gut gefallen und ich denke, dass der zweite Teil auch zeitnah bei mir einziehen wird oder vielleicht sogar schon bei mir eingezogen ist, weil ich ja das Video jetzt schon ein paar Tage vorher drehe, aber das seht ihr dann spätestens in den Bücherwochen oder dann bei den Neuzugängen. Dann erscheint endlich wieder eine Reihe von Jeffrey Archer, endlich wieder etwas Neues, und zwar der erste Teil der Warwick-Saga, Schicksal und Gerechtigkeit. Wird am 9. September erscheinen und es ist jetzt schon bekannt, dass der zweite Teil im März erscheinen wird und dass es eine Dilogie ist, das heißt, damit ist dann die Reihe auch beendet. Wir befinden uns im London 1979 und treffen auf William Warwick, der ist der Sohn eines einflussreichen Anwalts und hat seit Kindheitstagen einen Traum. Er möchte sich den Weg vom Streifenpolizisten zum Commissioner erkämpfen. Durch nichts lässt er sich von diesem Vorhaben abbringen und trifft 1982 seinen Dienst an und entdeckt dort die Welt der Londoner Straßen und der einfachen Leute. Eine Welt, die für ihn komplett neu ist, und zum ersten Mal erfährt er auch die bitteren Seiten des Lebens. Aufgrund seiner Kenntnisse bezüglich der Kunstliebe und hat er auch ein paar Tätigkeiten bei der Kunstfälschung zu tun und gerät dort in den Bannkreis größerer Gemäldefälscher, besonders die seiner Zeit. Und im Zuge dieser Recherchen lernt William die hübsche und schlagfertige Beth kennen und zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Romanze und William fühlt, dass Beth die Liebe seines Lebens ist, doch ein Geheimnis umgibt sie und wirft Schatten auf die junge Liebe und er wird vor die schwerste Aufgabe seines Lebens gestellt. Ja, man hat bei Jeffrey Archer durchaus immer mal wieder so das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Schema F, in dem er was erzählt. Also man hat immer so die Anfänge eines jungen Mannes in der Regel tatsächlich und der dann eben irgendwie zu Höherem sich hocharbeitet und dazwischen werden ihm Steine in den Weg gelegt. Und ja, man könnte meinen, irgendwann wird das langweilig, finde ich aber nicht. Also ich bin ja wirklich seit der Clifton-Saga ein großer Fan von Jeffrey Archer und auch wenn ich mit der Cain und Abel-Reihe gerade mit dem dritten Teil nicht so zurechtkam und ich auch nicht schön finde,
dass man jetzt alte Bücher mit neuen Titeln und Ähnlichem wieder auflegt und nirgendwo hinschreibt, dass es sich dabei um einen alten Titel handelt, weiß ich jetzt doch oder hoffe hier, dass die Warwick-Saga jetzt wirklich etwas Neues ist und freue mich hier sehr. Ich werde die Reihe auf jeden Fall hören. Ich liebe den Hörbuchsprecher Richard Barenberg unglaublich und ich höre dem so gerne zu und mich wird dieses Buch, diese Reihe dann auf jeden Fall auch wieder mit Hörbuch begleiten. Dann kommt ein Buch, auf das sich besonders Kingsianer freuen werden, und zwar der neue Stephen King, und zwar Das Institut, erscheint am 10. September und ich bin auch wieder sehr, sehr gespannt. Mal wieder ein Klappentext, der doch irgendwie wieder in eine andere Richtung von Stephen King geht, aber in eine Richtung, die ich auch besonders gerne lese und ja, ich werde es natürlich nicht hören, weil David Nathan, ich muss dazu glaube ich gar nicht mehr viel sagen, aber ich freue mich auf dieses Buch wirklich sehr, denn wir haben hier einen wunderbar klingenden, spannenden Klappentext und ist das Cover nicht auch wirklich cool? Ja, gefällt mir auch so gut. In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden zwielichtige Eindringlinge lautlos die Eltern von Luke Ellis und verfrachten den betäubten 12-Jährigen in einem schweren SUV. Die ganze Operation dauert keine 2 Minuten. Luke wacht weit entfernt im Institut wieder auf, in einem Zimmer, das wie seins aussieht, nur dass es keine Fenster hat. Und das Institut in Maine beherbergt weitere Kinder, die wie Luke paranormal veranlagt sind. Kalisha, Nick, George, Iris und den 10-jährigen Avery. Sie befinden sich im Vorbau des Instituts. Luke erfährt, dass andere vor ihnen nach einer Testreihe im Hinterbau verschwanden und nie zurückkehrten. Je mehr von Lukes neuen Freunden ausquartiert werden, desto verzweifelter wird sein Gedanke an Flucht, damit er Hilfe holen kann. Noch nie zuvor ist jemand aus dem streng abgeschirmten Institut entkommen. Und ich habe direkt Gänsehaut. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir haben hier so eine paranormale Geschichte, einfach weil die Kinder natürlich diese Fähigkeiten scheinbar haben. Wir haben hier eine Institution, die in diesem Institut diese Kinder hält, da Tests durchführt. Man weiß nicht, was mit den Kindern dahinter passiert. Und wir werden wahrscheinlich ja unseren kleinen Luke hier irgendwie ja begleiten, wie er überlegt, da zu flüchten. Und es klingt wirklich mega. Ich finde es super, super spannend. Und ich bin gespannt, wirklich, was Stephen King hier draus macht. Ich glaube, dass es sprachlich wieder grandios werden kann. Ich hoffe, dass er nicht in so sehr Längen irgendwie abschweift und dass es auch nicht so sehr in die Geschichte von Elfie von Stranger Things irgendwie abgeht. Denn das könnte man so für einen Moment tatsächlich denken. Man fragt sich dann wahrscheinlich, was war zuerst da? Ne? Das ist so wie mit dem Huhn und dem Ei. Aber ich bin mega gespannt. Also es ist ein Stephen King, da bin ich natürlich neugierig und der ist natürlich auf meiner Wunschliste. Ein Buch, bei dem ich tatsächlich nur ein bisschen zwiegespalten bin, ob es auf der Wunschliste bleibt, ja, das werden wir auf jeden Fall noch sehen, ist das neue Buch von Margaret Atwood. Und zwar erscheint es auch am 10. September und heißt Die Zeuginnen. Und ja, Margaret Atwood erlebt ja so ein bisschen einen Hype, seitdem ihr Buch Der Reporter Markt ja verfilmt wurde als Serie. Ich glaube, 2 Staffeln sind schon da. Ich habe die zweite noch nicht gesehen, weil mir von allen Seiten gesagt wird, dass man da eine extreme Hochstimmung braucht, damit einen die zweite Staffel nicht so sehr runterzieht. Und irgendwie habe ich da schon so ein bisschen Angst. Denn mich hat schon die erste Staffel sehr runtergezogen und überhaupt die Geschichte Der Reporter Markt ist etwas, was mich schon ganz schön schauert, wenn ich daran zurückdenke. Und wir haben hier im Grunde eine Fortgeschichte von der Report der Markt. Ich weiß gar nicht, ob es ja Jahre später dann irgendwie spielt. Und ich bin da irgendwie so zwiegespalten, ob ich das gut finde oder nicht. Denn man hat so den Eindruck, ich meine, das Buch ist ja ursprünglich schon relativ alt, gar kein neuer erster Band sozusagen, wo man nach 3 Jahren denkt, jetzt mache ich einen zweiten. Man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, weil der Hype gerade so groß ist, weil das so erfolgreich ist, weil sich bestimmt auch der erste Band jetzt wieder unglaublich gut verkauft hat, dass man jetzt eben so einen zweiten Band nachschiebt, um irgendwie die Geschichte, dieses ganze Thema weiter anzuheizen und auch hochzuhalten. Und das ist sowas, was ich persönlich nicht mag. Ich mochte das schon bei Matrix 2 und 3 nicht, wo ich dachte, ja, irgendwie kaum war der Hype so ein bisschen abgeflacht, hat man irgendwie so einen zweiten und dritten Teil hergeholt. Man hatte das bei Fluch der Karibik, was ich jetzt persönlich noch nicht ganz so schlimm finde, aber man hat das halt immer wieder, dass dann irgendwelche Bände hervorkommen, wo man sich einfach fragt, ist das wirklich notwendig? Dementsprechend werde ich mir da erstmal Stimmen anhören, bevor ich
ja, tatsächlich darauf zugreifen würde und das dann auch lesen würde. Und ja, also ich werde da ein paar Rezensionen abwarten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie neugierig darauf seid, ob das was ist, was euch anspricht. Und ja, ihr findet natürlich auch alle Bücher unten in der Infobox. Lasst mich das gerne mal wissen. Dann erscheint Save Me From The Night von Kira Moon. Das ist der zweite Teil der Leuchtturm-Trilogie. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Klappentext nicht gelesen. Ich habe mir das Buch direkt so auf ja, die Wunschliste gesetzt, da mich ja Show Me The Stars, der erste Teil von Kira Moon, von dieser Leuchtturmreihe sehr begeistert hat, sogar überraschend begeistert hat. Ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass ich das so faszinierend finde. Ich weiß, dass die Trilogie sich ja, jeweils eine Frau aus diesem Universum, also aus diesem Erzählstrang, widmet, und mir hat ja die erste Geschichte wirklich bis auf zwei, drei Kleinigkeiten sehr, sehr gut gefallen. Ich fand sie auch sprachlich wirklich sehr abholend, bildhaft, sehr, sehr nah irgendwie, und mir hat das gut gefallen. Ich werde auch, denke ich, den zweiten Teil dann hören, dadurch, dass mir das auch beim ersten Teil sehr, sehr gut gefallen hat, und bin gespannt, um wem es in Save Me From The Night gehen wird. Der dritte Teil erscheint ja, glaube ich, dann auch wieder zwei Monate später im November oder Anfang Dezember, und das finde ich auch wirklich einen Rhythmus, den ich sehr schön finde. Und wir haben hier natürlich keine klassische Trilogie, keine Reihe, sondern eher eine Serie, die eben ja immer wieder das Thema, die Landschaft, dieses ja westliche, was die westliche Irlandsküste, ich glaube, aufnimmt, diesen Leuchtturm, dieses Städtchen. Und da ich das einfach so schön finde, freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Dann ein Reiseabenteuer, das mich auch total angesprochen hat und ich mich ja wirklich darauf freue, dass das im September erscheint. Das ist Die geilste Lücke im Lebenslauf von Nick Martin. Wir haben hier einen jungen Mann, der, ich glaube, für 6 Jahre auf Weltreise geht und uns das in einem Buch erzählt. Ich bin da so ein bisschen per Zufall auf dieses Buch gestoßen, einfach weil ich mich so ein bisschen jetzt mit Reiseliteratur mehr ja so auseinandergesetzt habe, beziehungsweise einfach diese Geschichten auch durch den Podcast von Weltwach immer mega spannend finde. Und ich bin da auf den Verlag gestoßen und dachte mir, hey, das klingt nach einem coolen Buch. Dann habe ich es auch noch bei Lovely Books entdeckt in der Leserunde und jetzt ist es eben einfach auch auf der Wunschliste gelandet, weil ich es einfach super spannend finde, weil ich sehr gespannt bin, was dieses Buch so bereithält, welche Lebensweisheiten unser Autor hier auch ein bisschen mitnimmt, und ich mag sowas einfach gerne. Ich muss hier auch ehrlich gestehen, ich habe mir den Klappentext gar nicht so groß angesehen. Ich habe Nick Martin jetzt bei Instagram so ein bisschen verfolgt und bin da ja total angefixt auf das, was er einfach erlebt hat, und ich finde auch, dass so ein Klappentext, der sagt oftmals gar nichts aus, oder wenn einen einfach ein Buch schon anspricht, dann, also vom Thema, dann braucht man den manchmal gar nicht. Aber wenn er euch natürlich interessiert, findet ihr den unten in der Infobox. Wenn ihr aber so Reiseabenteuer mögt und sowas gerne lest und ihr seht sowas ja auch immer mal wieder auf meinem Kanal und werdet das auch immer wieder sehen, ja, dann lasst euch hier einfach mal anfixen und reist mit Nick Martin durch die Welt. Ein ähnliches Buch, auf das ich mich auch mega freue, ist von Gesa Neitzel, The Wonderful Wild, was ich von Afrikas Wildnis fürs Leben lernte. Erscheint am 27. September und ich mochte damals schon ihr erstes Buch, Frühstück mit Elefanten. Hier hat uns Gesa Neitzel erzählt, ja, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, aus Berlin rauszugehen, nach Afrika zu gehen, eine Wildhüter-Ausbildung zu machen. Und wer Gesa Neitzel vielleicht schon dadurch irgendwie kennt und ihr vielleicht auf Instagram oder so folgt, der weiß, dass sie eben immer noch in Afrika ist, immer noch unterwegs ist, und sie lässt uns ja auch immer mal wieder an ihrem Leben so ein bisschen teilhaben. Und ich bin mega gespannt, was sie uns in der Fortsetzung sozusagen erzählt. Das spielt ja ein paar Jahre später. Und ja, der Klappentext klingt auch richtig schön. Die Wildnis ist tief in uns Menschen verwurzelt. Wir haben nur verlernt, auf ihre Stimme zu hören. Vor drei Jahre tauschte Gesa Neitzel den Großstadtalltag gegen das Ungewisse, flog nach Afrika und begann im südafrikanischen Busch ein ganz neues Leben. Auge in Auge mit Elefanten, Löwen und Leoparden lernt Gesa jeden Tag aufs Neue, was wirklich zählt und warum es heute wichtiger ist, denn je auf die eigene innere Stimme zu hören. Am Lagerfeuer und am Sternenhimmel wird vieles plötzlich ganz einfach und klar. Echte Stille etwa ist wahrer Luxus. Dafür müssen wir nicht bis nach Afrika fliegen. Gesa Neitzel zeigt uns, wie auch wir einen authentischen Rhythmus in unseren ganz normalen Alltag integrieren und nimmt uns mit auf eine Reise in die Natur und zu uns selbst. Sie führt uns vom Decken
vom Denken hin zum Fühlen und gibt uns eine einfache Anleitung für ein wildes Leben. Und ich finde, das klingt einfach mega. Und ich mag Gesa Neitzel, ich mag ihre Art, etwas zu erzählen, uns zu präsentieren. Ich mag ihren Instagram-Account und ich finde das einfach mega spannend, was sie erlebt hat, was sie erlebt, was sie uns auch einfach mitgeben kann. Und ich bin einfach neugierig und freue mich, dass das jetzt rauskommt und ich das demnächst lesen kann. Und dann erscheint ein Buch, was bei mir schon eingezogen ist, und zwar Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit. Und zwar handelt es sich dabei um eine Biografie über Michael Ende von Charlotte Roth. Und mitwirkend habe ich hier mir noch Roman Hocke aufgeschrieben. Und Charlotte Roth ist eine Spiegel-Bestseller-Autorin und der langjährige Freund ist dann eben Roman Hocke und auch der Nachbar von Michael Ende. Und fängt der Klappentext mit einem Zitat an, denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen. Und ja, alle Michael Ende-Fans wissen jetzt, dass das in Momo gesagt wurde. Einer Geschichte, die ich ja gar nicht ganz so hype. Ich bin ja eher so das Mädel, das zum Beispiel eine ähnliche Geschichte schon viele 100 Male, nein, aber einige Male in meinem Leben gelesen habe. Und ich bin sehr gespannt, was es über Michael Ende zu erzählen gibt. Denn er war eine faszinierende Persönlichkeit, die Welt kaum vorstellbar ohne seine Fantasie. Einzutauchen in diese Vorstellungswelt des Menschen, Michael Ende ist das Ziel dieses Romans, der bewusst keine faktenorientierte Biografie sein soll, sondern der Versuch, sich den Geheimnissen, die Michael Ende nicht preisgab, ebenso respektvoll wie poetisch zu nähern. Sein Leben, das ein knappes Jahrhundert umfasst, wird mit seinem ganz speziellen Blick auf die Welt beleuchtet, der hinter dem Sichtbaren das Unsichtbare zu erspüren suchte. Geschrieben von Charlotte Roth und inhaltlich kuratiert von Michael Ende-Kenner Roman Hocke, wird dem Innenleben des beliebten Autors auf besondere Weise nachgespürt. In eine Fülle von Bildern, Schauplätzen und Begegnungen, aus der sich das Mosaik seiner ganz eigenen Geschichte zusammenfügt. Ich mag Biografien immer mal sehr gerne. Ich habe das früher viel, viel mehr gelesen als, ich sag jetzt mal so, die letzten 5 bis 6, 7 Jahre. Mich stört oftmals an Biografien diese Effekthascherei über einen Menschen, den es ja in der Regel auch wirklich gab. Das ist ja der Sinn von der Biografie. Und mich erschreckt halt manchmal, worauf sich eine Biografie konzentriert, und habe mir dann sehr oft gedacht, wo würde ich in meiner Biografie den Fokus legen? Insofern, es interessiert keinen, aber ihr versteht, was ich meine. Und ich fand manchmal sehr merkwürdig, worauf der Fokus gelegt wurde, und habe mich immer selbst gefragt, ist das wirklich das Spannende an dem Menschen? Und ja, manchmal braucht man für ein Menschenleben mehr als eine Biografie, da kann man natürlich seinen Fokus auf verschiedene Dinge legen, aber das fand ich immer sehr spannend und interessant. Und ich bin hier sehr gespannt bei Michael Ende, weil ich habe mich mit ihm als Mensch nur so ein bisschen am Rande beschäftigt, wenn man mal irgendwie ein Referat in der Schule gehalten hat oder Ähnlichem. Ich habe von ihm noch keine Biografie gelesen. Ich bin da tatsächlich gar nicht in der Tiefe drin, obwohl ich seine Bücher zu großen Teilen sehr, sehr mag. Und bin daher umso neugieriger, was die beiden sozusagen jetzt da rausholen, was sie erzählen, worin sie ihren Fokus für Michael Ende gelegt haben. Und bin total neugierig. Freue mich, dass das Buch schon bei mir eingezogen ist, und bin gespannt, was es mir geben kann und was ich über Michael Ende erfahre und aus welchem Blickwinkel und so. Ne? Also und das waren sie jetzt auch schon, die Neuerscheinungen für den September, denen ich spannend oder spannungsgeladen entgegenfiebere sozusagen. Wie gesagt, ihr findet alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Schaut euch da gerne auch einfach mal die Buchinfos dazu an, wenn ihr da irgendwie Interesse an den Büchern habt. Und lasst mich auch gerne wissen, auf welche Bücher ihr euch im September freut. Ob euch jetzt eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, angesprochen habt, ob ihr da irgendeinen spannend fandet, ob euch das interessiert, was euch interessiert und welche Bücher ihr habt und vielleicht sogar denkt, Mensch, Steffi, das könnte auch ein Buch für dich sein. Lasst mich das gerne wissen, würde ich mich sehr darüber freuen. Danke euch nun fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.